lese es gerade mal laut vor, für all die, die zu faul zum Lesen sind und es sich lieber gerne vorlesen. Der Text heißt Gedankenhygiene und geht so. Ich sollte mal wieder öfter schreiben, denke ich in der letzten Zeit immer öfter. Ich sollte mal wieder öfters Video machen, fast genauso oft. Das Ding ist, dass mir beim Schreiben und Videos machen, dass mir das alles nicht nur dabei hilft, meine Gedanken festzuhalten, sondern sie zu verlangsamen. Und ich merke immer, wenn ich länger nicht schreibe oder Videos mache, dass sie wieder an Fahrt aufnehmen und in rasender Geschwindigkeit durch meinen Kopf rasen, so dass mir fast schwindelig wird und ich das Gefühl bekomme, nicht mehr mitzukommen. Sobald ich wieder anfange, mehr zu schreiben, desto mehr habe ich wieder das Gefühl, mehr mit meinen Gedanken anfangen zu können, weil sie einfach wieder greifbarer werden. So wie jetzt gerade. In meinem Kopf passiert ständig etwas, manchmal sogar das große Nichts. Und das ist auch gut so. Ich glaube, ich fände es sehr befremdlich, wenn die Gesamtfunktion meines Kopfes und sein Teil meiner Wahrnehmung plötzlich völlig ausfallen würde. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich denke zu viel. Heute habe ich eher den Eindruck, das geht gar nicht. Dass ich damals allerdings einen Haufen überflüssiger Gedanken im Kopf hatte, würde ich dennoch unterschreiben. Wie kann das sein, dass man nicht zu viel denken kann und dennoch zu viel denken kann? Wenn ihr mich fragt, liegt der Unterschied nicht in der Masse der Gedanken oder ihrer Anzahl, sondern in ihrer Qualität. Es gibt Gedanken, mit denen ich mich wohlfühlen kann und welche, mit denen mir das mitunter extrem schwerfällt. Diese Gedanken, bei denen ich mich nicht wohlfühlen kann, die dafür sorgen, dass ich mir Sorgen mache, dass ich mich klein und unwürdig fühle, die mich bremsen und einschränken, mich schwach und hilflos machen, die sind es, die zu viel sind, wenn ich den Wunsch habe, mich wohlzufühlen. Wenn ich aus jedem Tag das größtmögliche Drama machen möchte, sind sie spitze. Nur will ich das schon eine Weile lang recht bewusst nicht mehr. Also sind sie mir einfach nicht dienlich und gehören deswegen aus meinem Denkapparat subtrahiert. Raus. Wie mache ich das aber? Indem ich schreibe und lese, was ich schreibe und in mir nachfühle, wie es mir dabei geht, wenn ich das lese. Fühle ich mich wohl, ist der Text sauber und ich merke, wie ich in der Folge die in einem Text geschriebenen Worte und Phrasen automatisch in mein gesprochenes Wort übernehme. Manchmal dauert das, aber passiert immer. Ich übe durch das Schreiben quasi das Sprechen und ich liebe meinen Computer dafür, dass er mir die Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge, wenn ich sie geschrieben und gelesen habe, einfach zu löschen und sie neu zu schreiben. Das Gleiche zu sagen, was ich sagen wollte, aber so, dass ich mich damit wohlfühlen kann. Was soll ich mich darüber aufregen? Da fühle ich mich auch noch schlecht deswegen. Ein kleiner Satz, den ich sehr zu schätzen weiß, weil er wann immer gedacht seine Wirkung hat. Nochmal, was soll ich mich darüber aufregen, dann fühle ich mich auch noch schlecht deswegen. Ich weiß überhaupt in der letzten Zeit immer mehr Dinge zu schätzen, auf die ich jederzeit Zugriff habe. Das sind oft kleine Dinge, wie die Fähigkeit, den Summen der Bienen oder dem Vogelgezwitscher zu lauschen. Oder einen Duft wahrzunehmen, den eine Blume in meiner Umgebung von sich lässt. All das konnte ich früher nicht wahrnehmen oder nur sehr schwer, weil dafür sehr wenig Raum geblieben ist, weil die dummen Gedanken so viel davon eingenommen haben. Die dummen Gedanken. Und so kommt es, ohne dass ich mir einen Zacken aus der königlichen Krone hätte brechen müssen, dass ich heute viel öfter denke, mein Gott, ist das schön, als verdammte Scheiße. Erkennst du den Unterschied? Das Ding ist, dass das, was ich als Materie wahrnehme, sich immer und immer wieder an das anpasst, was ich denke. Früher dachte ich auch unter anderem auch, das sei genau andersherum. Ich dachte, die Materie ist, wie sie ist und ich muss gucken, wie ich damit parat komme. Heute sehe ich aber, dass wenn ich
aus mir heraus schön wahrnehme, weil ich das will, die Materie gar keine andere Wahl hat, als sich mir schön zu präsentieren. Da kann sie zeigen, was sie will. Wenn ich mich weigere, irgendetwas noch schlecht zu reden, werde ich in allem etwas Positives, Aufbauendes, Schönes finden. Und das, und nur das, macht mir heute mein Leben so schön. Es ist und bleibt eben doch alles, alles eine Frage der Sichtweise. Wie kann ich mir den Krieg schönreden? Mann, ist das geil, wenn der nicht da ist. Und was für ein Bewusstsein, zu wissen, was Krieg ist. Und zu schätzen, wenn er nicht da ist. Ja? Zum Beispiel. Und so drängt sich in meinem Kontext in den letzten Wochen ein bestimmtes Wort immer mehr in den Vordergrund. Gedankenhygiene. Und ich muss nichts tun. Allein, dass ich dieses Wort als helfend empfinde, macht es zu etwas Helfendem. Und so tut es ganz von selbst seine Wirkung und lässt vor meinem geistigen Auge ein rotes Alarmlicht aufleuchten, wenn ich unhygienische Gedanken denke oder mitbekomme. Und, um wieder zum Ausgangspunkt dieses Artikels zurückzukommen, genau hier macht es wieder Sinn, öfters mal zu schreiben oder Videos zu machen, weil es echt ein tolles Training ist, das ich jedem nur empfehlen kann. Und wer sich durch diesen Text zum Schreiben animiert fühlt, der sei auch ganz gleich herzlich eingeladen, seine so festgehaltenen Gedanken zu veröffentlichen, sie mit anderen zu teilen und ihnen zur Verfügung zu stellen. Du glaubst nicht, wie viele saubere Gedanken ich im Feedback zu meinen Texten gefunden habe, die automatisch ihre unsauberen Pendants ersetzt haben. Unser Verstand ist trainiert, Besseres und Höheres gegen Schlechteres und Niederes sofort einzutauschen. Dazu braucht man allerdings Zugang zu etwas solchem. Da aber eben das dumme Denken mit den dummen Gedanken so überaus in Mode ist und durch die Medien täglich weiter vorgegeben wird, und zwar von den Nachrichten über die Werbung und Daily Soaps bis hin zu sogar Unterhaltungsshows, haben die meisten Verstände nichts weiter einzutauschen. Das Ganze wird begünstigt durch eine Hemmschwelle, sich anderen als bisher gewohnten Gedanken einfach mal zu öffnen. Meist stehen wir neuem bzw. für uns ungewohntem Gedankengut, Brain Food, erst einmal sehr skeptisch gegenüber. Unsere persönlichen Tabus sind es, die uns meist den Blick auf das verwehren, was hinter unserem persönlichen Horizont liegt. In Klammern. Und mal unter uns, es ist anmaßend zu denken, dass es irgendwen gäbe, bei dem das nicht so wäre. Dieser Horizont besteht aus unseren Tabus. Bis hier und nicht weiter geht unsere eigene kleine Welt. So fängt die Gedankenhygiene bei der Auswahl des Futters an, mit dem wir unsere Köpfchen jeden Tag füttern. Brain Food eben. So viele Menschen achten auf gesundes Futter für ihren Körper, vergessen ihren Geist aber völlig und wundern sich, warum sie trotz gesunder Ernährung nicht glücklich sind und sich ständig unwohl fühlen. Weil sie eben vergessen, dass sie nicht nur ihr Körper sind, der gefüttert werden will, sondern eben auch ihr Köpfchen, nicht nur, das genauso alles frisst, was man ihm vorsetzt. Also sollte man sich gut überlegen, womit man es füttert. Und man isst noch viel mehr, nur darf man noch sein. Aber das auch wichtig auf die Gedanken, hier geht es jetzt darum. Ne? Alles andere wird hier gerade im Raum sprechen. Und der Frage, was denn gutes Futter für mein Köpfchen ist, werde ich mich in der nächsten Zeit noch einmal etwas intensiver widmen. Es könnte sein, dass nichts weiter nötig ist, als dieses intensive Widmen, um im Oberstübchen Frühjahrsputz zu machen. Was wäre, wenn es so einfach wäre? Was, wenn es so einfach ist und es nur kaum einer weiß, weil keiner drüber redet? Nun, wie immer, gibt es nur einen Weg, es herauszufinden. Ich gehe ihn und berichte weiter, was mir auf ihm so begegnet. Wenn dir zum Thema etwas durch den Kopf geht, freue ich mich, diese Gedanken bald hier als Kommentar lesen zu können. Und wenn dich auch interessiert, was andere so zu allem gerade Geschriebenen und Gelesenen denken, dann schick den Link doch einfach mal rum und frag nach. Wenn schon jeder seinen Senf zu allem dazugeben muss, dann kann man auch das nutzen.